Ach, jetzt ist schon. Guten Morgen aus dem wunderschönen Ungarn. Nee, das war noch nicht der richtige. Und zwar, ich begrüße euch zu einem neuen Daily Vlog. Wir sind, also Bernd, wie ihr seht, hat sich vorne an die Straße gesetzt. Wir warten auf den Wassermann. Ich bringe ihm gerade einen Kaffee. Gerade habe ich ihm einen Pullover gebracht. Dann wollte Livia da bleiben. Halb neun ist ja ungefähr im Nachbardorf. Hier war gerade jemand. Ja. Der hat gesagt, er sagt ihm dann Bescheid. Also, ah, okay. Weißt, also können wir aufstehen. Nein, wir sollen trotzdem warten, falls er hier den Weg zuerst macht. Okay. Weil er nicht wusste, ob er hier erst fährt. Ja. Komm, wir ziehen die Jacke an, Livia. Erzähl mal der Mama, wir haben schon einen riesigen LKW gesehen. So, jedenfalls dieser Wassermann, der kommt jede Woche oder alle zwei Wochen? Alle 14 Tage. Und wechselt die Kisten. Da muss man die nur noch an den Rand stellen, die leeren und Geld. Ja. Willst du nicht anziehen? Und das ist halt so, wo man oben drücken kann und dann kommt das Sprudelwasser raus. Zwei Kisten nehmen wir, ne? Zwei Kisten nehmen wir. Jetzt zieh an. Willst du nicht anziehen? Warum nicht? Sieh mal an, Livia, ist kalt. Mir ist nicht so kalt. Guck mal, ich habe Entenpelle. Gänse. Vorhin hat sie jedem Auto zugewunken, immer. Ah, du willst Titi Gong? Ja, dann lass bitte reingehen. Das will ich hier nicht am Straßenrand machen. Warum nicht? Dann gucken noch mehr Leute. Komm, halt dich fest. Livia, oh, halt dich fest, LKW. Winken. Die sind so nah hier. Oh. Alle fahren hier auf die Gegenfahrbahn. Selbst wenn wir hier sitzen. Ja, ist ja auch besser, würde ich sagen. Gehe ich mich wacker duschen. Wir wollten nämlich auch nach Salaegerszeg auf die Hundewiese mit dem Smurfy. Heute sind es nämlich nur 21 Grad. Da kann er dann mal ganz ordentlich sich austoben. Im Anschluss wollten wir dann mit ihm zum Fressnapf ihn wiegen. Er hat ja immer so Gewichtsschwankungen jetzt mit dem Kastrationschip. Jetzt ist er wieder raus, also abgelaufen. Ja? Ja, ich bringe nur die Tasse eben hier auf Terrasse. Und deswegen wollten wir ihn wiegen. Och, Elti, komm rein. Kannst du gleich wetzen, wetzen? Er hat schon jetzt Fresschen gekriegt, ne? Ja, fein. Fein. Oh, gleich darfst du schön mit deinen Hundefreunden laufen und wiegen, ne? Ja. Machen wir jetzt Olivia wieder ab. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja den ganzen Tag Zeit. Wir müssen nicht besonders früh los. Ist egal. Sieht so süß aus, wie die beiden da sitzen. Jetzt geht's wieder. Gut, jetzt gehe ich aber duschen. Hin und her. Her und hin. So. Ich wollte euch jetzt nur einmal das Prinzip der Wasserflaschen erklären, zeigen. Ach, das bleibt drauf, genau. Warum der Bernd ja so lange draußen gewartet hat am Grundstück. Also, man drückt hier drauf. Kennt ihr das? Ich kenne das von Eis am Stiel, dem Film. Da haben die das auch. Und das finden wir so cool. Und deswegen haben wir das. Man kann die hier in Ungarn auch kaufen, diese Dinger. Und dann auf anderen Flaschen drauf machen. Aber am besten nur mit Wasser, weil sonst verklebt es die Leitung. Geil, wir sind jetzt unterwegs. Endlich, es dauert immer, bis wir alle mal so in Fahrt kommen und startklar sind. Und genau, wir sind ganz gespannt. Also ich vor allem, wie viel der Etty wiegt. Was hat er zuletzt gewogen? Keine Ahnung, 21,2, da hat er wieder zugenommen ein bisschen. Also Idealgewicht ist 20 Kilo für den Smurfy. 18, oder? 18? Etty, das ist schon Magersucht. Lass dir nichts erzählen. Da war er Welpe, sagt er. Das stimmt nicht mehr. Wie viel hat er denn gehabt als Welpe? 13, ne? Boah, irgendwo habe ich die Liste noch. Auf irgendeinem Handy. Ja, wahrscheinlich dann noch auf der Bank oder auf deinem. Oder was ich jetzt habe. Mhm. Dann haben wir eine kleine Einkaufsliste gemacht. Wir müssen in den Baumarkt, wir müssen nach Kick und so. Und das ist halt, wir gehen in Salaegerszeg, da ist dieser schöne Einkaufspark. Zeige ich euch gleich, den mag ich besonders gerne. Da ist nämlich ein Spielplatz, da könnten dann Livia und Smurfy und immer einer von uns mit warten und einer kann einkaufen gehen. Dann hat man nicht so diesen Gedanken, ah, der Hund sitzt im Auto. Ja, du kannst ja nach Kick gehen, während ich mit dem Hund nach Fresnapf wiege und alles. Oder?
Und wer nimmt dann Livia mit? Du? So. Ich dachte, Livia wartet mit einem von uns. Ich warte mal mit dir auf den Spielplatz, bis du kommst. Oder du kommst hier aber mit. Aber wir können den Hund nicht ins Auto packen. Ja, deswegen, der kann ja mit zum Spielplatz. Oder du kommst dann mit ihr mit in den Spielzeug. Guck mal, soll ich dich nehmen? Wir sind da. So ist aber windig. Also, erster Stopp, Hundewiese. Und es ist kein anderer Hund da. Vielleicht kommt ja noch einer. Smurfy! Komm. Ich mach zu. Zack. Oh, hier hat er viel zu schnüffeln und zu schneuzeln, ne? Hier liegt Aritz rum. Ja, ist ja klar. Und da hinten ist noch eine separate Hundewiese. Und da kann man, da ist auch Wasser, also kann man sich frisches Wasser zapfen für die Hunde. Und da ist Slalom, so Agility-Bereich, würde ich sagen, für die Hunde. Oh, Smurfy, du bist ja nackig. Ohne alles. Freiheit für den Smurfy. Er wollte so stolz seine Hoden präsentieren, die jetzt wieder gewachsen sind. Und kein anderer da. Smurfy. Oh, komm mal hier. So, wir sind jetzt mal eine Hundewiese weitergegangen. Hier wird er ein bisschen bedrängt. Jetzt gibt es erstmal Wasser für die Hunde. Ja. Hormonüberfluss. Alles Rüden. Unkastriert. Habt ihr Leckerchen dabei? Nee, ich habe keine. Fein. Edwurst. Auf dem Rückweg nochmal eine halbe Stunde ins Auto. Ja. So, wir haben jetzt die Wiese wieder gewechselt, aber jetzt Keilerei. Also zwei andere Hunde haben sich dann angeblökt und so. Wir sind dann jetzt rüber, weil hier ist kein anderer Hund. Ja, da waren auch noch Deutsche. Also eine deutsche Frau war da jetzt mit ihrem Hund. Haben wir uns kurz unterhalten. So, Schuhe kontrollieren, ob die Hunde kackefrei sind. Und dann geht's ab die Post, nächste Station. Kriegt jetzt Wasser. So, kann Smurfy sich jetzt ausruhen. Er sagt, er hat Durst, Papa. So, hier sind wir. Hier ist jetzt New Yorker, Deichmann, hier ist DM, Kick ist hier und wir gehen jetzt als erstes in Fressnapf mit Smurfy. Tag der Wahrheit. Ich wette, er wiegt 20,8 oder so. Ja. Ich hoffe für ihn unter 20,5. Weil natürlich geil ist. Smurfy, jetzt kannst du drauf. Hopp, Platz. Wie viel haben wir? Oh, wow! Oh, sexy Etty! Super, wenn wir das Halsband und so abmachen, dann. Also, ja, das haben wir 20 Kilo. Boah, sexy! Zur Belohnung gibt es direkt was zu fressen jetzt. Oh, Smurfy, was nimmst du? Er sagt alles. Wie Süßigkeiten. Lass mal, wie der Schwanz wedelt. Fein! Hast du abgenommen. Also auch die Zahnbürsten, die er nicht frisst, die können wir mitnehmen. Ja. So, jetzt ist Herr Bernd mit Smurfy und Livia auf den Spielplatz gegangen. Den zeige ich euch gleich. Ich gehe jetzt hier in den Kick und gucke, was wir brauchen. Haben die nicht. Die haben nicht eins von diesen ganz normalen, so wie Unterhemden. Gehe ich jetzt eben hier in den H&M. Die habe ich mir in Deutschland immer online bestellt normal. Diese Sachen, auch so Still-BHs und so.
Dann springe ich da jetzt eben ganz schnell rein. Vielleicht finde ich es ja, aber ich wollte jetzt nicht stundenlang hier shoppen gehen. Einfach nur eben rein und mitnehmen. Leider nix. Nix, gar nichts. Egal, jetzt gehe ich zu den anderen und dann ist da noch Pepco. Da könnte ich noch eine Chance haben. Ansonsten war das heute nix. Na, das ist der kleine Spielplatz. Der ist jetzt leider in der Mittagssonne. Und wir stehen hier im Schatten, warten auf den Papa. Der ist noch in Pepco. Ich bin rausgegangen. Die haben nicht das, was ich brauche. Ein paar Kleinigkeiten haben wir mitgenommen. So, wir warten jetzt hier. Smurfy ist hier. Der ist jetzt richtig platt. Müde, ne? Ja. Hier ist ein bisschen Schatten. Und der Bernd ist nochmal eben im DM. Hör mal auf, Livia. Der Bernd ist eben im DM, wollte Rasierklingen holen. Calvino ist nochmal eben in den Mediamarkt gegangen. Und dann gehen wir nach Hause. Ich habe richtig, richtig Hunger. Essen jetzt erstmal was, ne? Zu Hause. Wollen wir nur warm machen. Yay! Kommst du zum Papa? Sollen wir ein bisschen springen? Komm, wir springen ein bisschen. Ihr springt jetzt? Komm, wir springen ein bisschen. Wir machen das. Ich glaube, an Rasierklingen verdienen die mehr als an dem Rasierer. Weil Bernd sagte, 4 Rasierklingen waren gerade 400 Euro günstiger, ja. Teurer als das Gerät und 4 Klingen. Ja. Die freuen sich halt, wenn du das Gerät kaufst und diese teuren Klingen kaufst. Die kosten 17.000 Huf. Wie viel ist denn das? 18.000. 18.000. Weil das natürlich günstiger ist, 4 oder 8 zu nehmen. Das ist ja dann. 3 Euro für eine. 385, 46 Euro. 3 Euro, 3 Euro und 4 Euro knapp für eine. Ja. Aber wir brauchen sie ja immer. Ja. Und so eine Klinge da. Hält einen Monat bei uns. Ja. Ne? Ja. Und den haben wir jetzt wirklich schon lange, den Fusion 5. Der ist wirklich super. Ja. Weil eben davor muss ich alle 2 Wochen wechseln. Ja, da habe ich mich noch öfter rasiert. Vielleicht deswegen. Der Busch. Nein. Genau, 12 Stück. Haben wir bestimmt 2 Jahre mit hin, 1,5. Die anderen weiß ich auch nicht, wo die sind. Die sind in irgendeiner Kiste, wenn wir immer noch nicht alles drauf. Die Kiste durchgeguckt, da waren die nicht drin. Werden wir schon finden. Ist ja egal, wir brauchen die da eh. In 2 Jahren finden, freuen wir uns auch noch. Ja. So, ich wollte eben erzählen, deswegen. Jetzt war es kurz davor, ätzend zu werden. Alle haben Hunger, es ist jetzt 12 Uhr. Bernd ist jetzt noch im Aldi und wir müssen auch noch im Praktika. Und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, ich will gar nichts mehr kaufen. Ich hole das beim nächsten Mal, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Ich möchte nach Hause das Essen in den Ofen packen und essen. Und ja, Bernd ist jetzt halt noch, wie gesagt, im Aldi und geht dann noch im Praktika. Alles gut? Ja, der schnarcht nur. Der ist platt jetzt. Genau, ich warte jetzt mit Livia. Also mit den Kindern hier, alle sind hier. Und wir snacken schon mal. Weil dann auch Livia wird dann auch so. Die will dann auch nicht mehr. Ja, ne? Dann willst du Titi Gong und schlafen. Du bist jetzt müde. So, wir sind jetzt wieder zu Hause, haben uns erstmal ein Käffchen gemacht. Und Essen in den Ofen gepackt. Und jetzt guckt euch das an, wie es hier aussieht. Ihr seid live dabei. Wie immer Chaos. Einkauf verräumen wir jetzt. Bernd hat ja gestern hier die Vitrinen aufgebaut, Schrank umgeräumt. Und wir sind abends nicht mehr fertig geworden, weil er hat ja die Lavalampe umgeschmissen und hat dann Calvinos ganzes Zimmer geschrubbt. Und deswegen sieht es jetzt hier noch so katastrophal aus. Und wir müssen erstmal jetzt aufräumen. Und eigentlich sollten es nur 21 Grad werden heute. Es sind aber doch 26 Grad. Dementsprechend wird zu warm gekleidet. Und haben uns erstmal umgezogen. Soll ich sie nehmen oder willst du den Hüftgurt haben? Nein. Okay. So, die Socken. Socken hatte ich an bei 26 Grad. Das müsst ihr mal probieren. Das habe ich euch gerade geholt im Food Hall. Somersby Apple Cider. Das schmeckt wie Beerenzimt. Richtig lecker. Wenn ihr sowas mögt. Das kann
jetzt eine Vitrine aufräumen, einräumen. Der Bernd hat jetzt installiert. Ich habe nicht die Kamera mitgenommen. Ja. Und ich kann die jetzt einräumen. Haben wir geht hier schön. Mit den Kabeln? Vielleicht nicht zu weit. Ja, das geht. Aber wir haben hier noch die Preisschilder vom Laden dran. Komm her. Oh, wow. Ja, guck mal, Linja, möchtest du die Preisschilder haben, die Aufkleber? Das ist ja doof. Ja. Ja, das bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Sorry. Mach mal auf, Linja, ist ja nicht schlimm. Machen wir die alle ab hier, ne? Wir verkaufen ja nichts mehr hier. Ne, hier. Klebe ich dir da drauf und verarme. So wird's auch super. Abknibbeln hier von den Preisschildern. Das ist so ein ekliges Zeug, da kriege ich so Gänsehaut. Das ist so wie über Tafel kratzen. Nein, ich rede nicht mit dir. Ja, überall Gänsehaut. Ihh, aber jetzt ist fertig hier. Ja, hier. Hier sind die ganzen Preisschilder. Wo ist dein Ohrring? Einer ist ab. Ja, soll ich dir den wieder dran machen? Hier ist der. Hier, ich habe ihn. Und heute, sie sieht immer meine Ohrringe. Und heute, ja, hast du welche zum Dranklicken bekommen. Komm her, ich mache ihn dir wieder dran. Halt still. Wow. Du hast ja Erdbeerohrringe. Schick. Immer wenn sie die sieht, möchte sie Erdbeeren essen. Wo sind denn die? Vier Bier. Die sind da eingeräumt. Wo ist dein Ohrring? Hast du wieder ab? Das ist so Chaos da alles. Nein. Aber es ist jetzt alles, es war schon so, man wusste, wo was ja, ist. Es war chaotisch, aber man wusste, wo was ist. Und jetzt ist wieder alles durchgerupft. Ich räume jetzt gleich mein Werkzeug alles dann zusammen. Mhm. Ja, ich glaube, ich ein Werkzeug hast du schon heute. Komm her, Livia. Viel Geld zu ausgeben. Ja. Na. Komm her, Mausi. Nimm mir in die Hängematte. Boah, hast du Eis gegessen? Die hat hier mit Wasser gemanscht. Boah, kalte Hände. So. Sabine hat jetzt ganz lecker für uns noch gekocht. Es gab so Nudeln mit Tomatensauce. Und wir schrauben jetzt noch ein bisschen hier die Küche auf. Wir haben noch mal Reste heute gegessen. Habe ich euch, glaube ich, gezeigt. Ne? Hier diesen Kartoffel-Kohlrabi-Auflauf. Den Rest packe ich jetzt hier auf den Teller. Und dann weiche ich das schon mal ein. Hier, wir haben ja immer noch keine Spüle, wie ihr sehen könnt. Ich weiß auch nicht, wann die sich melden vom Baumarkt, dass wir die Arbeitsplatte abholen können. Das dauert wohl noch. Aber egal, genau. Und dann wollten wir gleich Livia baden, ab ins Bett bringen. Und dann hier noch ein bisschen aufräumen. Ich habe zwar einiges schon aufgeräumt, aber ja, es ist voll chaotisch. Muss man erstmal gucken, wo man sich jetzt alles wieder hinstellt. Ihr kennt es wahrscheinlich selber. Einweichen. Kann man so einen Römertopf in die Spülmaschine packen? Wahrscheinlich nicht, ne? Den habe ich mal zum Geburtstag bekommen und war wenig begeistert. Aber jetzt freue ich mich, dass ich den habe. So. Oh, jetzt habe ich den Eimer vergessen. So, ich wollte den Vlog nur noch beenden. Bernd macht jetzt noch den Krautsalat. Das sind so Mayo-Eimer, ne? Vom Griechen unseres Vertrauens, genau. Noch aus Deutschland. Da können wir ruhig. Lebensmittel echt. Genau. Also Lebensmittel sogar essen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte doch heute diesen blauen Anzug an. Der ist von Oceans Apart. Alles ist in der Infobox. Ich habe einen schönen Rabattcode für euch, wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet. Schönen Abend noch. Tschüss. Bis morgen in alter Frische.